Sie sind hier, 12. November 2018, 6.32 Uhr, von Sport 1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Schalkes Markut hat sich gegen Frankfurt offenbar schwerer verletzt. Urheberrecht Getty Images München. Die Verletzung von Markut aus dem Spiel Schalke gegen Frankfurt ist offenbar schwerwiegender. Er fällt damit für die Länderspiele der Nationalmannschaft aus. Bittere Nachrichten für Markut. Der Nationalspieler hat sich bei der 0:3-Niederlage seines FC Schalke bei Eintracht Frankfurt offenbar schlimmer verletzt. Der 27-Jährige war in der 54. Minute ausgewechselt worden. Für ihn kam Jewgeni Konopljanka. Und er litt in dem Spiel ohne gegnerische Einwirkung eine schwere strukturelle Muskelverletzung. Das teile der Verein laut Internetportal der Westen mit. Ud droht Ausfall für Länderspiel. Damit steht Ud Bundestrainer Joachim Löw für die Duelle mit Russland am 15. November in Leipzig und 4 Tage später in seinem Wohnzimmer in Gelsenkirchen in der Nations League gegen den Erzrivalen Niederlande nicht zur Verfügung. Ud hatte erst im Oktober sein Debüt bei Joachim Löw gefeiert. Ud war der 100. Debütant in der Ära Löw. Für Schalke schoss er erst in der vergangenen Woche beim 3:1-Sieg gegen Hannover 96 sein erstes Tor. Löw hatte am vergangenen Freitag 24 Akteure für diese beiden Spiele nominiert. Die Nationalmannschaft trifft sich im Laufe des Montags in Leipzig. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sportinformationsdienst.